Zwei Brüder waren in den Kelien. Der eine war ein Alter und der bat den Jüngeren und sprach, bleiben wir zusammen, Bruder. Der aber sprach, ich bin ein Sünder, ich kann nicht bei dir bleiben, Abba. Der aber bat ihn und sprach, ja, wir können. Der Alte aber war rein und wollte nicht hören, dass der Mönch Gedanken der Unzucht hatte. Es sprach zu ihm der Bruder, lass mich eine Woche und dann reden wir wieder. Der Alte kam nun und der Jüngere wollte ihn prüfen und sprach, ich bin in eine große Versuchung hineingefallen, aber in dieser Woche. Ich ging in das Dorf zu einem Dienst und ich fiel mit einer Frau. Es sprach zu ihm der Alte, gibt es eine Buße? Der jüngere Bruder sprach, ja. Es sagte der Alte, ich trage mit dir die Hälfte der Sünde. Es sprach nun zu ihm der Bruder, jetzt können wir zusammen sein. Und sie blieben beieinander bis zu ihrem Tod. Als einmal der Altvater Agathon in eine Stadt kam, um kleine Gefäße zu verkaufen, fand er neben dem Weg einen Aussätzigen. Der fragte ihn, wohin er gehe. Altvater Agathon antwortete, in die Stadt, um Gefäße zu verkaufen. Da sprach er zu ihm, tu mir die Liebe und bring mich dorthin. So nahm er ihn auf und trug ihn in die Stadt. Er sprach zu ihm, da, wo du deine Gefäße verkaufst, da leg mich hin. Und Agathon tat so. Nachdem er ein Gefäß verkauft hatte, fragte ihn der Leprose, um wie viel hast du es verkauft? Er antwortete, um so und so viel. Und der Leprose bat ihn, kauf mir einen Kuchen. Er kaufte ihn. Und wiederum verkaufte Agathon ein Gefäß und der andere fragte, um wie viel das? Um so viel. Und er sprach zu ihm, kauf mir das. Und er kaufte es. Nachdem er alle Gefäße verkauft hatte und heimkehren wollte, sagte der Kranke zu ihm, du gehst? Er antwortete, ja. Da sprach er zu ihm, tu mir den Gefallen und bring mich wieder dahin, wo du mich fandest. Agathon nahm ihn auf die Schulter und brachte ihn an seinen Ort. Der Aussätzige aber sprach, gesegnet bist du, Agathon, vom Herrn im Himmel und auf Erden. Als Agathon seine Augen erhob, sah er niemanden, denn es war ein Engel des Herrn, der gekommen war, ihn zu prüfen. Liebe Schwestern und Brüder, was sagen diese beiden Erfahrungen, diese beiden Geschichten aus den Apophthegmata Patrum? Wenn wir richtig hinhören, können sie ein großes Heilmittel für uns sein. Für uns, die wir inzwischen gewohnt sind, Gottes und Nächstenliebe, dieses eine große Gebot Jesu, auseinanderzureißen. Wir spielen das so schnell gegeneinander aus. Dabei hören wir hier von dem Alten, der die Unzucht des Jüngeren auf sich nimmt als eigene Sünde. Wie kann man das tun, wenn man nicht in Christus verankert ist? Wie kann man das tun, wenn man nicht um die Barmherzigkeit Gottes weiß? Wo kommt diese Nächstenliebe her, die so etwas kann? Sie ist nicht, wie der Prophet Hosea heute sagt, Machwerk von Menschenhand. Das ist nicht das Gemächt unserer Hände. Das ist die Liebe Gottes, die uns drängt, die ihn drängt. Oder dieses Unermüdliche des Vaters Agathon. Wenn wir die Geschichte hören, werden wir vielleicht schon unruhig und denken, okay, den Platz hat er gekriegt, jetzt will er auch noch einen Kuchen. Aber dann noch was? Das ist eine Unverschämtheit. So denken wir. Und wir sind wieder dabei, gegeneinander aufzurechnen. Wir hören das bei den Vätern nie, sondern es ist eine große Einheit. Wir müssen uns dem mit aller Gewalt entgegenstemmen. Immer da, wo Menschen sagen, wir müssen uns um die anderen kümmern. Jetzt, wir haben keine Zeit für Gottesdienst. Ich meine, man sieht das ja auch bei uns jetzt in Werktagen. Ich glaube, ich habe jetzt schon den dritten Sonntag eingeladen. Es tut sich nicht viel. Es sind andere Dinge wichtiger. Wir sind gewohnt, das gegeneinander auszuspielen.
und haben oft noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Wir ziehen Gott viele Dinge vor, nennen das dann Nächstenliebe, aber es ist in der Regel Egozentrik, es ist nicht unbedingt Nächstenliebe. Denn beides gehört zusammen. Wer also auf der einen Seite sagt, ich muss mich um den Nächsten kümmern, den lieben Gott, den kann ich jetzt einmal vernachlässigen oder vergessen, ist ein Heuchler. Und ebenso ist ein Heuchler, wer sagt, ich muss mich um den lieben Gott kümmern. Ich muss mich ganz widmen und der oder die soll ihre Probleme alleine lösen. Das geht jetzt nicht. Das andere ist wichtiger. Beides ist Heuchelei. Beides ist Durchtriebenheit. Es ist geradezu diabolisch. Es zerstreut das eine Gebot und macht beides wertlos. Beides gehört untrennbar zusammen. Und fangen wir an, in unserem eigenen Selbst uns dagegen zu wehren, dass wir dieses eine große Gebot auseinanderreißen lassen. Damit auch der Satz, den Jesus heute dem Schriftgelehrten sagt, auch uns gilt. Du bist nicht fern vom Reich Gottes.